Spiel geht gleich los. Die Schengel werden den Anstoß haben, von rechts nach links spielen. Das Ganze unter der Leitung von Schiedsrichter Tobias Everhardy mit seinen Assistenten Julian Geid und Yannick Huber. Und es ist freigegeben. Die TuS Koblenz von rechts nach links in den traditionellen blau-schwarzen Trikots. Flache Variante, Mand auf Bach. Ball kommt irgendwie durch. Bach nochmal mit der Hereingabe und das Tor! Aber die Fahne ist oben. Die Fahne des Assistenten ist oben. Das Tor hat nicht gezählt, weil da wohl ein... Flach herangebracht und da ist der Ball im Tor für die TuS! 1:0, Dulon Esmel. Wir sind die Black Blue Schengel Army und die TuS ist unser Verein. Wir sind die Black Blue Schengel Army aus Koblenz am Rhein. Und jetzt nochmal die Gelegenheit für Esmel. 2:0 für die TuS. Dilo Esmel mit dem 2:0. Auf Savané ist gut, Savané! Nachsetzer von Shaqiri nicht im Tor. Schade. Aber die mit Shaqiri hat nur Etienne Portmann gegen sich. Shaqiri gegen Portmann. Shaqiri wird gelegt. Kein Elfmeter. So die Entscheidung des Schiedsrichters. Und dann ist Schluss. Die TuS Koblenz schlägt mit 2:0 den TSV Schott Mainz und sichert sich die ersten Punkte in der Regionalliga Südwest.